Hallo, liebe Studierende. Jetzt machen wir zusammen eine Wiederholung über das erste Semester. Wir beginnen mit sich vorstellen. Wie kann man sich vorstellen? Es gibt hier eine Menge von Sätzen, die man für sich vorstellen benutzen. Hallo. Mein Name ist Frank. Hallo, auf Englisch. Hallo, my name is Frank. Ich bin 12 Jahre alt. I am 12 years old. Ich bin Schüler. I am a student. Ich komme aus Deutschland. I come from Germany. Ich wohne in Berlin. I live in Berlin. Ich studiere Deutsch und Englisch. I learn German and English. Ich spiele gern Fußball. I play football. Diese Sätze benutze ich, wenn ich sich vorstellen möchte. Hallo, mein Name ist Frank oder ich heiße Frank oder ich bin Frank. Ich bin 12 Jahre alt. Ich bin Schüler. Ich komme aus Deutschland oder ich komme aus Ägypten. Ich komme aus Spanien, aus Italien und so weiter. Ich wohne in Berlin oder ich wohne in Kairo oder ich wohne in Roma und so weiter. Ich studiere Deutsch und Englisch oder ich lerne Deutsch und Englisch. Studieren. يتعلم أو يدرس. Ich studiere Deutsch und Englisch. Ich spiele gern Fußball oder ich spiele gern Basketball. Ich spiele gern Tennis und auch. Meine Familie und oder die Familienmitglieder, die Männer und die Frauen, der Großvater, der Großvater. Die Großmutter, der Vater, die Mutter. Was bedeutet Großvater und Vater? Vater auf Englisch Father, Großvater Grandfather. Und was bedeutet Mutter und Großmutter? Mutter Mother, Großmutter, Grandmother. Der Bruder, die Schwester. Was bedeutet Bruder und Schwester auf Englisch? Bruder, Brother. Schwester, Sister. Der Onkel und die Tante. Onkel und Tante, ganz einfach. Der Cousin und die Cousine. Auf Englisch, Cousin. Der Cousin und die Cousine für Frauen. Das ist ein Mädchen, Bind. Mein oder dein. Zum Beispiel, wie ist dein Vater? Die Antwort ist, mein Vater ist nett. 2. Wie heißt deine Schwester? Meine Schwester heißt Carla. Woher kommt dein Onkel? Nummer 3. Woher kommt dein Onkel? Mein Onkel kommt aus Ägypten. Also es gibt hier dein und mein, deine und meine. Dein auf Englisch your. Mein auf Englisch my. Dein Vater auf Englisch your father. Mein Vater auf Englisch, my father. Deine Schwester auf Englisch, your sister. Meine Schwester auf Englisch, my sister. Dein Onkel auf Englisch, your uncle. Mein Onkel auf Englisch, my uncle. Also dein und mein wie your und my in
Englisch oder auf Englisch. Wir haben ein Modalverb, heißt müssten. Was bedeutet müssten auf Englisch need? Yurid, yahtag auf Arabisch. Müssten ist ein Modalverb und was bedeutet Modalverb? Modalverb benötigt ein Verb, kommt am Ende des Satzes im Infinitiv. Was bedeutet das auf Arabisch? Müssten, Obaran, Modalverb, Fe'l, Naus, bihtag Fe'l, Fe'l, Gumla, Achru, E'en, Ikemmel, Ilmana. Terkibet Gumla. هكذا subject subject الفاعل plus modal verb مشتن وبعد كده بكمل الجملة وبجيب في آخر الجملة infinitive أو infinitive. Was bedeutet infinitive auf Deutsch? Verb hat an am Ende. الانفينيتيف أو المصدر هو فعل آخره an بيجي آخر الجملة في بيجي آخر الجملة بتاعت verb Möchten. Zum Beispiel, ich möchte Cola trinken. Ich möchte Cola trinken. Sehen Sie, möchten und trinken. Ich möchte Cola trinken. Trinken am Ende des Satzes hat en. Trinken, auf آخر الجملة آخرها en, لأن Verb möchten بيحتاج فعل في آخر الجملة آخره en يكمل المعنى. Wie kann ich dieses Verb mit Pronomen konjugieren? Möchten. Ich möchte. Du möchtest. Es, sie möchte. Also ich, wie, es und sie. Ich, sei, es und sie. Du möchte, aber mit st. Du möchtest. Ich möchte. Du möchtest. Es, sie möchte, wir möchten, ihr möchtet, sie und sie groß möchten. Das ist eine schnelle Wiederholung und ich wünsche alle viel Erfolg in dem, was kommt. Dankeschön und bis zum zweiten Semester. Tschüss und auf Wiedersehen.